Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter. Und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mein Vertrauen. Ach, wie schön, das hier ist, die Natur. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Boah. Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Aber warum hatte er so viele Feinde? Das würde ich gerne rausfinden. Ja, wie gesagt, die Natur, es ist halt alles viel dichter bewachsen und richtig viel Natur. Wenn es nicht mehr so viele Menschen gibt, die die Natur kaputt machen, holt sich die Natur natürlich die Erde zurück. Es ist schön. Ich weiß gar nicht, können wir hier irgendwo frei rumlaufen oder folgt das jetzt einem gewissen Pfad? Ich glaube, wir müssen einfach hier weiter. Ich finde das schön, dass es jetzt auch so ein bisschen... Naja, es ist ja kein Open World, aber... Autos. Ja, wir kommen näher. Es ist schon cool gemacht. Alles klar. Galoppieren. Brauchen wir das jetzt etwa? Also doch, wo du hinreitest. So, wo geht's jetzt bloß lang? Rechts oder links? Ich glaube, da geht's Richtung Stadt, oder? Dann gehe ich erstmal hier lang. Vielleicht finde ich ja noch was. Oh, okay. Hat sich schon erledigt. Krass. Dann geht's jetzt mal auf nach Seattle, würde ich sagen. Aber wieso haben sie nur ein Pferd mitgenommen? Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, dass jeder seins hätte. Naja. Da ist was. Da kann ich bestimmt reingehen. Sieht fast so aus. Schimmer. Ja. Warum denke ich gerade an ein Meme? Roadwork ahead. Yeah, I sure hope it does. So, Alkohol. Gibt's hier noch was, oder? Sieht alles ein bisschen uninteressant aus. Ah, da war noch was. Ja, noch eine Sammelkarte. Cool. Wie sie durchs Fenster gucken. Eine Karte. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, die mitzunehmen.
Haben wir eine Karte gefunden. War was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Hier geht's nicht weiter. Oder? Doch. Okay. Ist nur ein kleiner Vorsprung. Also hat sich hier der Fluss tatsächlich die Straße wiedergeholt. Sieht verlassen aus. Unsere Posten sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Ja, ich glaube, wir sollten uns echt hüten. Könnte mich dauerhaft hier umgucken. Ist echt schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber die jetzt zu jagen, ich weiß nicht, ob wir die wiederfinden. Und warum der Tommy alleine durch los ist. Die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. Gut bewacht, würde ich sagen. Hier können wir bestimmt noch was finden. Das scheint eine Rasse zu sein. Da oben, in der Mauer. Da können wir noch reingucken. Da ist aber nichts drin. Und da. Nur alte Dokumente. Hier ist ja wirklich gar nichts. Hier können wir nicht reingucken. Okay, komisch. Na, sind wir auch einmal hier rum? Da kommen wir aber nochmal rein. Da ist noch Alkohol. War was Gutes da drin? Ziemlich leer gefegt. Ja, so ziemlich, ne? Da ist noch was. Fast übersehen. Ui. Ja. Fedra-Stufen der Infektionen. Infektionsstufe 1. Der Cordyceps hat die motorischen Funktionen des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Infektionsstufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und Angreifen der Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von den Seiten oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung prüfen. Infektionsstufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echoortung auf. Auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Infektionsstufe 4. Seltene, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark, können säurehaltige Geschosse schleudern. Nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Ja, die letzten sind die Bloater, ne? Mit denen hat man ja auch schon das Vergnügen. Zwar noch nicht in diesem Teil. Okay, hier hätten wir auch reingekonnt. Na, mehr zu finden gibt's hier gar nicht, ne? Hier ist die Mauer. Kommt das Pferd jetzt eigentlich mit? Oder können wir das irgendwie rufen? Hier geht's ja anscheinend weiter. Ah, da ist noch was. Wusste ich's doch. Versteckte kleine Ecken. Gefängniszellen. Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Aber warum? Also für die Infizierten oder was? So, jetzt können wir uns noch was craften. Ich würde sagen, so ein Medkit.
Das ist mir wichtiger als so ein Molotow. Hier haben wir noch nicht genug. Noch nicht annähernd. Joes Uhr, die haben wir mitgenommen. Und der Firefly-Anhänger. In dem Tagebuch steht auch was Neues. Mann. Ich wollte da drin eigentlich lesen. Jetzt, das möchte ich noch lesen. Idaho Falls. Dina hat heute 3 Hasen gefangen. Ihre Schwester hat ihr mal gezeigt, wie man diese speziellen Fallen baut. Sie sind echt effektiv. Ich habe immer noch keinen Appetit. Ich muss mich zum Essen zwingen. Twin Falls. Wir haben einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Wenn das Tommys war, ist er uns vermutlich nur einen Tag voraus. Wir nähern uns Boys. Dina möchte auf keinen Fall durch die Stadt, aber ich will keinen Umweg machen, der uns 2 Tage kostet. Dieser Jäger wollte uns überfallen. Die Arschlöcher hatten keine Chance gegen uns. Wir haben nach Vorräten gesucht und ich habe Dina angesehen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mitgekommen ist. Ich liebe sie wirklich. Baker City. Heute haben wir eine Herde Wildpferde gesehen. Sie waren scheu, bis Dina sie mit ein paar Früchten angelockt hat, die wir gefunden hatten. Danach sind sie uns eine Weile gefolgt. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich habe sie noch nie so lächeln gesehen. Mindestens einen halben Tag lang habe ich nicht an die WLF oder Joel gedacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen deswegen. Ich kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Seinen Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gerne eine Freude machen. Yakima, wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen, also Daumen drücken. Also es scheinen wir jetzt schon ein paar Tage unterwegs zu sein, oder? Lassen wir jetzt das Pferd zurück? Das wäre jetzt doof. Ja, super, okay. Das war nix. Muss ich wohl ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Was ist hiermit? Jetzt, Aber was ist jetzt mit Schimmer? Was ist mit Schimmer? Ich möchte Schimmer mitnehmen. Ja, was ist denn jetzt hiermit? Ach, hier oder was? Ich bin verwirrt. Ach, hier? Oder was? Hä? Was ist denn los? Ich bin verwirrt. Ich bin eindeutig verwirrt. Ja, und jetzt? Hier rüber, oder was? Das macht ja mal keinen Sinn. Ah, okay. Ja, ich bin wieder mal blind. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Die Augen offen. Versucht das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Ach, okay, Klingt wir öffnen gut. jetzt das Tor. Oh, das ist doch riesig. Okay, jetzt würde ich sagen, hier rüber. Uff, wären wir jetzt hier runtergefallen. Nee, und noch balancieren. Boah, in sowas bin ich ganz schlecht. Müssen wir jetzt hier rüber? Ja, ich glaube schon. Okay. Und jetzt? Eins weiter runter. Stimmt. Hier hin? Ja. Genau. Ja, los. Kann ich hier einfach drüber? Nee, hier rüber springen, ne? Uff, das war ein langer Sprung. Alles gut. War nur echt knapp.
Ja, das war wirklich knapp. Jetzt kommen wir hier einfach rüber, ne? Das sieht doch gut aus. Ach, wie sie runtergefallen ist. Die Kameraführung ist ein bisschen nervig. Da müssen wir jetzt hin. Kann ich die Leiter irgendwie ergreifen? Ja, kann ich. Das tut doch weh. So, da haben wir noch ein Militärding, aber das ist bestimmt verriegelt, oder? Ja. Aber wir können ja hier einschlagen. Das vergesse ich immer wieder. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen mehr. Da ist noch ein Zettel. Okay. Wann das wohl geschrieben wurde? Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen, holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus, der Kuppel, und bringt es zum Versteck in der Serevena-Basis. Das war bestimmt davor, wette ich. Also bevor das alles ausgebrochen ist. Das ist mein Generator. Da ist ein Generator. Wie groß der ist. Und dass er noch Saft hat. Wo müssen wir denn da mit jetzt hin? Ach, hier. Ja. Oh, Mist. Man steckt eigentlich das Kabel immer erst rein, okay, bevor man es anmacht. Hm? Ja, ist ja gut. Die schreit immer so panisch. Da denke ich, es ist irgendwas. Alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Das ist aber echt riesig, das Tor. Das hört doch jemand. Ich glaube nicht, dass es hier Leute gibt, die uns was Gutes wollen. Aber wie leer jetzt auch die ganzen Städte sind, also es ist ja wirklich gar keiner mehr da, ne? Müssen wir jetzt bestimmt einen Extra-Generator finden dafür. Da liegt noch was. Was war das jetzt? Ach, das war bestimmt nur einfach ein bisschen ein Stück Stoff. Ein Backstein. Ach, kein Saft. Könnte ich das Kabel da irgendwie lang führen? Muss ich dafür jetzt ein extra Kabel finden? Da muss ich bestimmt ein extra Kabel finden. Muss ich dafür jetzt hier hoch? Ups. Das wollte ich gar nicht. Ja. Ging schon mal besser. Also hier rum kann ich das nicht führen. Das ist viel zu kurz dafür. Aber kann ich das vielleicht komplett abstecken? Oder, naja, gut, das bringt uns eigentlich auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Nee, hiermit können wir nichts mehr machen.
Oder? Doch, anscheinend schon. Einsammel. So, kann ich es jetzt auch abstecken? Aber ich, warte mal, ich kann es doch werfen. Stimmt. Ah, das ist echt realistisch gemacht. Das ist cool. So. Jetzt kann ich es mir wieder nehmen und da ranstecken. Siehst du? Genius. Reicht genau. Okay. Jetzt können wir das Tor auch öffnen. Ah. Echt jetzt? So. Warum klappt das nicht? Ja, ist ja logisch. Scheiße. Wo habe ich was verpasst? Ah, kleinen Moment. Könnte das nicht sein, in diesem einen Notiz mir gefunden haben? Torcodes, da steht's. Oh Gott. Das Haupttor war mir. Also 0512. Ja. Super. Gut gemacht. Shit. Jetzt auch wieder zu. Verschwinden wir hier. Das war ziemlich laut. Das war wirklich laut. Also wenn das keine Menschen gehört haben, dann haben aber bestimmt die Infizierten. Was jetzt? Da war so ein Zettel. Mit den Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden und sehen dann weiter. Dann los. Ich frage mich, warum hier überall solche Stacheldrahte oh, sind. Shit. Da. Seravina Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am Fedra-Tor. Sehr kreativ. Erfasst genau den Kern. So, ich möchte aber erstmal mich umschauen. Mehr. Da ist noch ein Zettel. Das lese ich nicht vor, aber Volkszählung. Die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinien durch die WLF zusätzlich zu den Angriffen der Infizierten und den Sponsorverseuchungen Sporenverseuchungen hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentliche Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Halten Sie die Stadt Torups auf Weiteres für Neubewerber verschlossen. Um die angespannte Versorgungslage zu entlasten, fahnden Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie diese aus. Alle Klasse-2-Verbrecher können ab jetzt aus der Quarantänezone verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp. Lieutenant Torres. Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Okay, hier können wir dann nicht lang. Nur ein Pferd. Okay, hier geht's nicht rein. In das kleine Häuschen. Hast du den Code? Auf diesem Zettel stehen einige. Aber, was ist das? IS-2. Wir brauchen zuerst Strom für das Tor. Ach so, okay. Erstmal Strom. Leg doch den Backstein weg. Ach, egal. Strom. Gute Frage. Ich steig mal aufs Pferd. Da ging's. Hallo? Ich kann jetzt nicht aufs Pferd. Na super.
Wo führt das Kabel hin? Ah, Generator anmachen. Irgendwann wird der Generator uns noch Infizierte bringen. Okay, dann mal los. Wir üben dafür gerade schon richtig. Oh Mann. Was war das denn? Kein Benzin mehr. Ach so. Gott verdammt. Was machen wir jetzt? Oh Mist. Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. Also ich merke schon, hier wird ein Ziel durch ein Nebenziel immer weiter nach hinten geschoben. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Boah, ist das groß. Also, ja, krass. Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Boah, es gibt jetzt eine richtige Karte. Oh, das ist krass. Okay. Dann müssen wir... Da ist das Parkhaus da oben. Da müssen wir jetzt hin. Das ist so schön hier. Ich schätze, das Militär hat ja alles weggebombt. Ja, das kann sein. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte die Oberhand hatten. Oder wenn. Ist das nicht übertrieben? Naja, das hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Das müsste es sein. Das mit der Kuppel. Aber davon das Parkhaus. Standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Ah, hier können wir so viel angucken. Treibstoffausgabe. Uff. Na bitte. Fedra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Kartenort hinzugefügt. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Schauen wir uns mal an. Okay.